Das MS39 von der Firma CSO. Hier handelt es sich um ein Kombinationsgerät aus der OCT- und Placido-Technologie. Es handelt sich heutzutage, zumindest für das Jahr 2021, um das modernste Gerät für den vorderen Augenabschnitt, was im Bereich der refraktiven und Kataraktchirurgie von besonderer Bedeutung ist. Wir können mit diesem Gerät so viele Karten, so viele Messungen erzeugen, was sehr wichtig ist. Wir können die oberste Zellschicht, das sogenannte Epithel, messen und daraus resultierend kann auch, ob ein Auge für gewisse Erkrankungen in der Zukunft gefährdet ist oder nicht. Wir sehen dreidimensional den Aufbau der Hornhaut, Aufbau der Regenbogenhaut, Aufbau der Linse und aufgrund von diesen Verhältnissen können wir auch Narben in der Hornhaut feststellen, vermessen. Wir können auch die Linsenchirurgie planen, insbesondere die Fackenlinsen. Wir können auch den Verlauf ganz genau beurteilen. Wir können auch die Verhältnisse zwischen die Abstände zwischen der natürlichen Linsen und den Kunstlinsen genauestens ausmessen. Und das Ganze dient zu einer erhöhten Sicherheit, was im Bereich der refraktiven Chirurgie extrem wichtig ist.